Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Eco-Part mit dabei Tamira Noyer. Morgen. Die sehr viel Spaß hat. Ja, ich kann meine Kreise ziehen. Ich muss doch eh gleich warten schon wieder auf dich. Ja, es tut mir echt leid. Ich bin immer rechtzeitig wieder zurück, beziehungsweise bin immer schnell eigentlich. Ja, das stimmt. Ja, okay, hast recht. So, kann ich dich nicht schon... Nee, ich brauche eine Kiste. Das ist dann doch zu weit. Also, ich bin noch kein Känguru, tut mir leid. Ich hab gesagt, es geht schon. Ich brauche eine Kiste. Was die Dame immer alles braucht. Ich hab halt spezielle Bedürfnisse. Danke, Kisten, ja? Ja. Okay. Damit kann ich aber nicht dienen, ich hab hier nur... eine Tür. Die brauche ich aber nicht. Was machen wir denn da? Gute Frage. Ah, ich glaube, du musst die Kette weiter hochklettern. Du musst erst ins zweite Fenster rein. Boah, das war cool. Ich bin halt ein cooler Typ. Das hat aber bestimmt ziemlich weh getan. Und vor. Und zurück. Ich dachte gerade, du springst schon. Oh Gott sei Dank. Atmen, atmen. Sag bloß, du hast Angst um mich. Nein. Das kam zu langsam. Zu lange überlegt. Ah, Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Bitte steh jetzt nicht unterm Fenster. Ja, das wäre hinderlich und kontraproduktiv. Ja, super. Bestes Fenster. Ich sehe mich nicht. Ja, okay. Ja, bitte steh nicht unterm Fenster. Was? Sie kommt jetzt. Ja. Du kannst mich nicht ertöten. Na, wer weiß, wer weiß. Und dann bitte schnell die Treppe hoch, gell? Okay. Beziehungsweise ich nehme dich mal kurz mit. Aua. Ist immer so grob. Brutal. Man macht mal schneller. Du hast gesagt, ich bin grob und brutal, deswegen laufe ich jetzt langsam. Oh Gott, mach bitte schneller. Das ist. Oh Gott. Das ist quälend langsam. Es gibt auch irgendeine Taste, die man gedrückt halten kann. Dann laufen die generell langsamer, aber ich weiß nicht mehr, welche Taste das war. Ich habe keine Ahnung. Schon wieder lässt du mich alleine. Was soll denn das immer? Ja, ich bin halt so euphorisch und möchte wissen, was in dem Raum ist. Hab ich auch so das... was? Du läufst als erster durch und was? Das musst du mir mal erklären, wie du das geschafft hast. Ich bin ein Ninja. Ja. Hab ich auch so langsam das Gefühl. Oh, da war eine Leiter. Was ist bei dir? Ja, da ist eine Kette. Also eine Leiter kann ich auch hochklettern, aber ich glaube, ich muss hier unten bleiben. Was meinst du? Ich habe keine Ahnung. Oder soll ich mal mitkommen? What? Ich denke, du kannst mitkommen. Ich bin unterwegs. Ich komme. Guck dich an. Ich schaff das. Jetzt schaffe ich nichts mehr. Gut gemacht. Das ist ein bisschen gemein, die Kameraeinstellung hier. Wieder von der Gentleman und die wieder so wäge weg. Ich bin runtergesprungen. Da ist eine Kette, da ist nichts. Dann mal ab an die Kette. Okay. Gott sei Dank kann Jordan nicht springen. Ups. Das war zu viel Schwelle. Der ist da rangeditscht. Ja, ich. Mit seinem Hintern. Geh ein bisschen weiter hoch. Nee, jetzt muss ich schon springen. Musste es ab anders timen. Oder runter? Ich glaube zuerst hoch. Okay.
Okay, ist mir viel zu weit weg. Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es auch nicht mehr. Wenn ich mich nicht täusche, ist hier in dem Gebiet der Geheimraum. Ein geheimer Geheimraum? Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie man den aktiviert. Das war nämlich ganz blöd, den zu aktivieren. Aber dann ging es auf jeden Fall da durch diese Tür. Diese heller markierte Tür. Was sonst keiner Sau in dem Spiel auffällt. Wenn man es einfach so spielt. Also hier in diesem Raum gibt es einen geheimen Geheimraum. Und zwar die hier. Ja. Wenn man da durchgeht, dann kriegt man eine andere Waffe. Ja, also man muss zuerst ein bisschen was tun. Und dann kriegt man eine andere Waffe. Und zwar einen Streitkolben. Die ist ein bisschen stärker als das Schwert. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, das war bei jedem... Beim ersten Durchlauf war es, glaube ich, der Streitkolben. Beim zweiten Durchlauf war es was anderes, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist dann... Oh Gott. Okay. Du bist zu weit weg. Ja, ich bin zu weit weg. Na gut. Dann hätte ich zuerst woanders hin müssen. Ich gehe lässt dich los. Ich glaube nicht, dass ich dich noch retten kann. Nee, ich glaube es auch nicht. Lass dich fallen, los. Nicht springen! Wusch, ich hätte dich sowieso nicht mehr retten können. Du bist in den Tod gesprungen. Ah ja, das geht doch viel schneller. Was? Dann muss ich erst woanders hin. Gut. Kommst du? Ja, da bin ich. Tut mir wirklich leid, ich habe echt gedacht, da geht's schon lang. Dann gehe ich erstmal die Kette hier runter. Wie gesagt, ich weiß leider auch nicht mehr ganz genau, wo du hin musst. Ich bleib einfach hier und warte. Und dann schubst dich. Danke. Den Abgrund hinunter. Sehr freundlich. Immer. Gut, irgendwie führt diese Kette ins Nichts. Ah ne, auf dem Boden. Ist fast das Gleiche. Fällt auch schon ein Weilchen her, als wir das gespielt haben. Ist auch nicht mehr alles hundertprozentig. Aber jetzt habt ihr gesehen, man darf nicht zu weit weg sein von Fjorda. Genau. Ja, ist noch ein Sofa. Das wollten wir euch auch mal zeigen, was dann passiert, wenn man sich zu weit voneinander entfernt. War alles geplant. Okay, ich weiß, dass ich hier später lang muss. Ja. Wenn das Wasser weg ist. Jetzt wäre es, glaube ich, ein bisschen sehr schwer, da durchzukommen. Ich bin da. Okay, cool. Jetzt bist du auf der anderen Seite, oder? Ja. Dann müsste ich jetzt gleich... Hallo! Ich wollte fliehen. Ich wollte frei sein. Ja, genau. Hoppala. Ja, siehst du auch. Ui, die hat sich gerade erschreckt. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, ich muss zu dem Fahrstuhl mit, oder? So, es geht abwärts. Nein! Ich habe nichts gedrückt. Ja, sicher, das glaube ich dir nicht. Ich habe 100%, ich habe gerade nichts gedrückt. Du willst mich doch einfach nur trollen, sag's doch einfach. Nein, ohne Scheiß, ich schwöre, ich habe gerade nichts... So, ich klemme mich jetzt da ein. Ja, ich habe nichts gedrückt. Jonah hat sie nicht. Ich glaub's dir einfach nicht. Jonah hat manchmal ihren eigenen Willen. Ich hab echt nichts gedrückt. So, was mache ich jetzt? Da hochklettern. Warum weiß ich nicht genau, aber ich kann da auch hochklettern. Das macht mir Freude. Dann kannst du dich auf die komische Bank da setzen. Ja. Hoppala. Dann haben wir die auch schon mal aktiviert. Okay.
da unten sind auf jeden Fall Steinchen. Und ich kann nicht schwimmen. Wenn ich es so richtig weiß. Da kommen wir nicht hin, oder? Da runter. Also den Stein, weil wegen dem Wasser, oder? Ja, genau. Also ja, da kann ich nicht schwimmen. Soweit ich weiß. Was ich gar nichts kann. Und jetzt nochmal, was kannst du eigentlich? Speichern und Türen öffnen. Also die Speicherfunktion, das ist das einzige. Wow, 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 wow. Ja, da. Ich bin begeistert. Aber da musst du nicht lang. Verdammt. Ich war so glücklich. Warum kann ich hier hin, wenn hier nichts ist? Weil es schön aussieht. Jetzt mal aufhören, andauernd sterben zu wollen. Ich krieg die Kurven immer nicht so wirklich. Ich muss nämlich jetzt den anderen Weg gehen und muss dir nochmal eine Kiste runterlassen, beziehungsweise dich den hochholen, damit wir gemeinsam in das andere gehen können. Okay. Jetzt bin ich wieder allein. Eigentlich nicht wirklich. Ich meine, ich bin immer noch im gleichen Abschnitt wie du. Ja, trotzdem. Ich bin nur eine Etage höher. Hallo? Ja, du musst aber da wieder raus. Also du musst durch die Tür bitte gehen. Warte, ich muss erst durchklettern. Hilfe! Ich sehe doch nichts. Jetzt sehe ich jetzt auch nichts. Verdammte Scheiße. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Okay. Was soll ich? Glaub, ich bin, glaube ich, schon durch die Tür. Okay. Schauen wir mal. Die Kamera ist echt komisch. Ja. Ja, cool. Ich bin sogar schon runtergesprungen. Siehst du, was ich alles schon mache ohne dich? Ich bin sehr stolz auf dich. Kannst du dich nicht einfach runterlassen? Nee, oder? Tust dich, sonst stirbst du schon wieder. Schwingen ist viel cooler. Das stimmt. Muss ich jetzt auch die Treppe hoch? Ah nee, ich brauche erst eine Kiste. Nee, ich glaube, ich muss dich, Du musst mich hochziehen? Mhm. Das kann auch sein. Uppala. Ja, ich hab's gleich. Zielen und... voll daneben sammeln. Okay. Zielen, nicht wegen und... Dankeschön. Richtig. Sehr freundlich. Immer. So, ich habe nämlich jetzt noch ein Problem. Also du musst die Leiter schon mal hoch. Was ist dein Problem? Warte, ich zeig mir erst die Leiter. Oh Gott, ich springe ja gleich aus. Mein Gott, Mädel. Ja, gut. Das dauert noch eine Weile. Hier ist eine Kiste. Soll ich die Kiste nach unten machen oder soll ich sie nicht nach unten machen? Ja, mehr kannst du doch gar nicht mit der Kiste machen. Hm? Ja, mehr kannst du ja nicht mit der Kiste machen, außer sie runterzuwerfen. Also soll ich sie runterwerfen, ja? Ja, die Kiste muss runter. Gut. Glaube ich zumindest. Tammy will, dass die Kiste unten ist, also machen wir die Kiste nach unten. Wir werden alle sterben. Hast du es geschafft? Nein. Wie schafft es? Ich glaube nicht mehr in diesem Leben. Das zählt ja auch gar nicht. Es zählt nur, dass ich das schaffe. Mädchen. Ich hab's geschafft. Ja, das ist echt toll. Und ich habe schon 3 Brände gelöscht und ein Haus gebaut. Oh und ich brauche halt ein bisschen. Lass mich, ich bin alt. Was? Ja. 2 Jahre älter als er. In meinen 14 Jahren. Mhm. Ich melde dich im Altersheim an. Ja. Ja, da bräuchte ich echt nochmal so, Bewegungstraining. Oh, sie ist rangesprungen. Habt ihr das gesehen? Ja. Voll der Elan. Mit dem Gesicht gegen die Sprosse. Aber man hat einfach dein Feuer in den Augen gesehen. Genau. Als das Blut aus der Nase schoss. Weil du gegen die Wand geknallt bist. Hey. Oh Gott, das ist cool. Also, Mädchen. Ich bleib hier stehen.
Du weißt, wie man durch den geheimen Geheimgang geht. Nee, keine Ahnung mehr. Müsste ich selber nochmal nachgucken. Ich weiß es nicht. Ich glaube, man musste irgendwas mit dem Wasserrad machen. Und dem und einer Kiste draußen. Und wenn man das versaut hat, dann konnte man gar nicht mehr in den Geheimraum. Also ich glaube, da war irgendein Trick dabei. Also klar, ist ein Trick dabei, sonst wäre es kein Geheimraum, aber irgendein schwieriger Trick, meine ich. So. Jetzt wird's nochmal schrecklich. Oh Gott, ich dachte gerade, du rutscht ab. Deswegen habe ich ja gesagt, es wird schrecklich. Du schaffst das. Chaka. Weißt du noch, was es beim zweiten Durchgang denn für eine geheime Geheimwaffe da gibt? Nee, ich habe leider keine Ahnung mehr. Wow. Oh, oh Mann, ey. Spring doch einfach ran. Ja. Hab ich ja ein paar Mal gemacht, aber der hat sich nicht festgehalten. Hast du doch gesehen. Das waren nur so ein paar Strecksprünge. Da musste sich erst warm machen. Ach so. Ist das ein Schalter? Was macht der Schalter? Ich denke, der aktiviert irgendwas. Das ist eine gute... Ja. Dings. Schalter? Da dreht sich was. Oder man musste mit dem Sprungdings irgendwas machen. Ich weiß es leider nicht mehr. Da ist ein Fenster. Ja. Muss ich hier überhaupt hin? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo du hinscrollst. Hinkletterst. Ich weiß nicht, ob ich da hin... Springen kann? Keine Ahnung. Nee, du musst den richtigen Moment bei dem Springding abpassen. Ich weiß, das aber kann ich mich leider zu gut erinnern. Da haben nämlich alle geflucht. Okay. Alle, durch die Bank weg. Okay. Mal gucken, wie es bei diesem Durchlauf funktioniert. Ich mag auch springen, ich mag auch springen. Versuch dein Glück. Ich glaube nicht, dass Yoda darauf geht. Nein. Er hätte es so fast geschafft. Hättest du fast geschafft? Nicht im Ansatz. Wieso geht doch? Warum haben da jetzt alle geflucht? Mann, war das einfach. Das war nicht einfach. Nur weil du es nicht machen musst, heißt das nicht, dass es einfach ist. Genau. Musst du jetzt raus und mir die Tür aufmachen, oder? So, lala. Dann gucken wir mal, ob wir die Holde mit nach draußen bringen. Du musstest irgendwas mit dem Wasserrad machen. Hallo? Der Schalter sieht gut aus. Gerade laut. Hallo. Hallo. Komm mal raus. Hallo. Bisschen Sonne tut dir gut. Was soll das denn heißen? Bist du blass? Oha. Jetzt werde ich auch noch beleidigt. So, da ist eine Kiste. Da ist Wasser. Hallo. Hallo. Und da ist ein... Hier war die Kiste, die man nicht wegschmeißen darf. Also ich glaube, du musstest da hoch. Dann musstest du irgendwie da ran springen. Ja schon, aber ich muss doch jetzt erst die Kiste ins Wasser schmeißen, oder? Nee, sonst schwimmt die ja weg. Ah ja, aber das ist doch richtig. Nee, die darf doch nicht wegschwimmen. Muss die wegschwimmen? Ich dachte, die muss wegschwimmen, dass wir die unten haben. Die darf nicht wegschwimmen. Ich bin irritiert. Das war das zweite Ding, wo alle geflucht haben? Weil das einfach nur nervig und ätzend ist und lange dauert. Man ist so froh, dass man das andere geschafft hat. Und dann kommt das hier und du denkst,
Ja, klar. Warum habe ich bei dem anderen überhaupt lange gebraucht? Und wenn man das nicht rechtzeitig macht, dass man hier wieder rauskommt, dann segelt man den ganzen Wasserfall nach unten. Das ist auch witzig. Ja, weil dann darf man alles nochmal machen. Deswegen ist das ja so witzig. Ich teile deinen Humor nicht. Das war schon mal eine Richtung. Ja. Aber die falsche. Ich wollte einfach mal gucken, was hier drüben so abgeht. Nicht viel. Ein bisschen Gras. Aber hier ist es ruhiger. Hier hört man den Wasserfall nicht so. Ja. Jetzt hört man wieder, komischerweise. Voll dagegen geklatscht. Oh nein, das ist knapp. Mach mich nicht schwach. Du könntest mich ja mal ein bisschen anfeuern. Tu ich doch, ich stehe extra hier und guck weg. Was zur Hölle? Du guckst weg, das ist schön, danke. Ja, damit du es nicht versaust, du machst es besser. Siehste? Siehste? Du hast weggeguckt. Ich bin enttäuscht. Ja, damit du es besser machst. Mich würde der Geheimraum interessieren. Ja. Ich glaube, wenn das Wasser weg ist, ist es schon zu spät und man muss es genau jetzt machen. Ich habe leider keine Ahnung mehr. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn Tammy das rausgefunden hat. Bis gleich. Bis gleich. Tschüssi.